Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch einen Giftcast to Friends für die PlayStation 5 und Xbox Series SX. Was ihr für alles braucht, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich euch jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches ever. Und Leute, am Ende des Videos habe ich eine kleine Überraschung für euch, deswegen bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr ein MOC. Im MOC im dritten Teil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und ganz wichtig, Leute, im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr eine Oppressor MK2. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also zum Beispiel ein Faccio-Roller oder ein Elegy. Der Faccio-Rolle oder den Elegy sollte in einer normalen Garage stehen. Es ist völlig egal, in welcher normalen Garage das steht. Außerdem, Leute, zu guter Letzt, klar, braucht ihr einen Freund. Und dieser Freund braucht wiederum auch ein MOC. Und im dritten Teil seines MOCs muss auch ein Lager für persönliche Fahrzeuge sein. Und euer Freund sollte natürlich auch das Fahrzeug besitzen, was ihr gerne haben möchtet. Ist ja klar. Aber das war's schon. Das ist alles, was ihr für diesen Glitch braucht. Gut, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes lädt jetzt euer Freund euch ein in seine Sitzung. Denn das hat den Grund, dass ihr eine Einladung im PSN-Menü bekommt. Denn die werden wir später brauchen. Sind wir jetzt in einer Sitzung angekommen, Leute, trefft ihr euch jetzt irgendwo, wo ihr viel Platz habt mit euren MOCs. In unserem Fall haben wir uns jetzt hier einfach im Casino getroffen. Sind wir jetzt hier angekommen, Leute, ich habe jetzt auch mein MOC geholt, parken wir jetzt die MOCs so, dass wir auch die blauen Kreise sehen. Das ist tatsächlich ganz wichtig, Leute, denn wenn wir die blauen Kreise nicht sehen, dann können wir auch unsere MOC hinten nicht benutzen. Gut, in meinem Fall ist alles klar und wir können anfangen. Denn als erstes kommt jetzt euer Freund mit zu eurem MOC und ihr geht jetzt hinten in eurem MOC rein. Und ganz wichtig, ihr nehmt euren Freund mit. Mit Freunde und Crewmitglieder beitreten. So, seid jetzt im MOC angekommen, Leute, steigt ihr jetzt auf eure Oppressor MK2 und fliegt raus. Euer Freund geht einfach raus. Seid ihr draußen gespawnt, Leute, steigt jetzt vor der Oppressor MK2 ab und holt euch jetzt ein Straßenfahrzeug. Es ist tatsächlich völlig egal, welche Straßenfahrzeuge ihr benutzt, Hauptsache ihr habt eins. Habt ihr ein Straßenfahrzeug gefunden, Leute, fahrt jetzt einfach rückwärts hier zu eurem MOC, genau über den blauen Punkt. Habt ihr das gemacht, Leute, steigt jetzt aus, rennt zu eurem Oppressor MK2 hin, steigt ein und fliegt jetzt über das Auto. Und zwar so, Leute, dass ihr so praktisch über der Motorhaube bzw. Windschutzscheibe seid. Und drückt dann jetzt die rechte Pfeiltaste. Und wenn alles funktioniert, Leute, habt ihr kurz einen Blackscreen und spawnt vor eurem MOC wieder, aber das Straßenfahrzeug ist weg. Gut, in meinem Fall hat das hier gerade nicht funktioniert, aber ist gar nicht schlimm, Leute, denn ihr geht jetzt einfach wieder aus eurem MOC einfach wieder raus. Gut, in meinem Fall bin ich außerdem mit der Oppressor rausgegangen, das ist aber auch nicht schlimm, denn wir lagern unser Fahrzeug jetzt einfach wieder ein und wiederholen das Ganze. Das bedeutet, ihr geht jetzt mit eurem Freund wieder in eurem MOC rein, seid im MOC angekommen, Leute, steigt ihr wieder auf eure Oppressor MK2 ein und fahrt raus, euer Freund geht jetzt wieder raus und wenn ihr wieder draußen gespawnt seid, steigt ihr ab und sucht euch wieder ein Straßenfahrzeug. Und parken wieder rückwärts zu euren MOC. Habt ihr das Straßenfahrzeug wieder so gepackt wie hier im Video, steigt hier aus, lauft jetzt eure Oppressor MK2 hin und fliegt jetzt über das Auto. Und zwar zu eurem MOC. So, und jetzt drücke ich hier auch wieder die rechte Pfeiltaste und auf einmal, zack, funktioniert es. Ich habe kurz einen Blackscreen, spawn wieder vor den MOC und das Straßenfahrzeug ist weg. Sehr schön, Leute, denn jetzt können wir vor Oppressor MK2 einfach absteigen und lagern das Fahrzeug über das Interaktionsmenü und Punkt Fahrzeuge wieder ein. Denn als nächstes bestellen wir das Fahrzeug über Mechaniker, was wir für diesen Glitch verlieren können. Also in meinem Fall ist es einfach ein Elegy, der irgendeiner Garage steht. Und den fordert ihr jetzt an. Und hier ist es tatsächlich ganz wichtig, Leute, dass das Fahrzeug geliefert wird. Ihr müsst es nicht weiter beachten. Es muss einfach nur tatsächlich geliefert worden sein. Also sprich, schaut mal aufs Kartenmenü, ob das Fahrzeug irgendwo in der Nähe jetzt gespawnt ist. In meinem Fall ist es hier an der Straße gespawnt. Es ist da, perfekt. Sprich, wir können weitermachen. Denn als nächstes steigt ihr jetzt in das Fahrzeug ein, was von eurem Freund ist, was ihr gerne haben möchtet. So, sitzt ihr jetzt da drinnen, Leute, geht es euer Freund in sein MOC rein. Und ganz wichtig, Leute, er geht alleine rein. Denn sobald euer Freund im MOC drinnen ist, lädt er euch in sein MOC ein. Diese Einladung erhaltet ihr auf dem Handy.
Diese Einladung öffnet ihr jetzt auf dem Handy und akzeptiert sie auch. Ihr werdet aber einen unendlichen Ladescreen bekommen. Habt ihr diesen unendlichen Ladescreen, könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, ich bin ready. Und euer Freund geht es ins Jobmenü von Job für einen Titan oder generell irgendeine andere Mission rein. Sprich, euer Freund geht auf Option, Online, schneller Beitritt, Job, Job spielen, vom Boxer erstellt, Mission, Job für einen Titan zum Beispiel. Sobald euer Freund im Jobmenü drin ist, kann er euch zwar einladen, vielleicht erhaltet ihr auch eine neue PSN-Einladung. Am Malfa habe ich keine neue PSN-Einladung bekommen, deswegen auch am Anfang des Teils des Videos, dass euer Freund euch einlädt. Denn diese Einladung ist ja immer noch aktiv, da es dieselbe Sitzung ist und wir können jetzt einfach diese Einladung benutzen, die wir von unserem Freund schon eben bekommen haben. Oder die neue, falls ihr eine neue bekommen habt. So, im Malfa habe ich jetzt einfach die alte Einladung genommen und diese alte Einladung nehmen wir jetzt an im PSN-Menü. Aber die Meldung in GTA nehmen wir nicht an. Denn jetzt sagen wir unserem Freund Bescheid, okay, ich habe die Meldung, geh bitte aus dem Job raus. Euer Freund geht aus dem Job einfach raus. Und sobald er aus dem Job raus ist, sagt euer Freund euch Bescheid, ey yo, ich bin aus dem Job raus. Dann bestätigen wir jetzt alle Meldungen mit X. Und sobald wir das gemacht haben, haben wir so mehr oder weniger einen verbuggten Ladescreen und wir werden im MOC spawnen mit dem Fahrzeug. Und wenig später, Leute, so circa 3 bis 5 Sekunden, sollten wir auch aus dem MOC rausgeschmissen werden. Sind wir aus dem MOC rausgeschmissen worden, werdet ihr merken, dass ihr im Bunker gespawnt seid. Und was müsst ihr jetzt machen, Leute? Ihr geht einfach wieder rein ins MOC und holt das Fahrzeug raus. Und generell war es auch schon mit den GIF Castle Friends. Das Fahrzeug gehört jetzt euch. Aber zur Sicherung würde ich euch empfehlen, das Fahrzeug mal im LS Car Meet oder LS Customs mal irgendwie kurz umzutunen oder es einfach in eine andere Garage zu parken. Gut, in meinem Fall parke ich das Fahrzeug wieder dahin, wo früher der LG stand, beziehungsweise wo jetzt die Opressor MK2 steht, damit die Opressor MK2 wieder im MOC steht. Und dann könntet ihr auch theoretisch direkt weiter glitschen. Aber Leute, hier zeige ich auch nochmal, dass ich tatsächlich das Fahrzeug von meinem Freund bekommen habe und natürlich ist auch mein Freund das Fahrzeug nicht verliert. Ist ja auch irgendwie klar, aber hier sieht es auch nochmal schwarz auf weiß, dass das Ganze richtig geil ist und ein richtig geiler Glitch ist. So Leute, ich hoffe, euch hat der Glitch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und für die Leute, die mich überhaupt noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go. Aber Leute, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und diese Überraschung ist so gesehen ein GIF Castle Friends Stream. Das bedeutet, ihr bekommt von mir Fahrzeuge geschenkt. Was müsst ihr dafür tun, Leute? Ganz einfach, joint auf meinen Discord-Server und verpasst nicht, wenn ich den nächsten GIF Castle Friends Stream starte. Aber gut, Leute, das war es jetzt alles, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, ich bin mal raus. Euer Wombat. Ciao.